tun hätte. Nee, habe ich ja nicht. Ich will eine Granate, Mann. Ich hoffe, das war ja eine Lehre, du Hure. Das ist die. Nein, ich will diese Waffe nicht. Mensch, nicht was zu machen. Warum auch nicht? Ich meine... Tot oder nicht tot? Was für ein Ranz! Ah! Hallo? Ich glaube, es hackt, ey! Du kleine Blöde! Du Blödmann! Es hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Völlig zu Recht, wie ich finde. Dovi. Ich würde gerne auf dich auftreten, aber leider geht das nicht. Ranzkind. Es hat wenigstens was Gutes. Das Spiel bietet noch seine Überraschungsmomente. Wow, 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 wow. Hallo. Oh, hallo, Alter. Ich glaub's nicht, ey. Die denken sich immer, alles ist toll, aber... Ihr seid nicht toll! Verkackte Kacke, ey. Oh ja, das war das richtige Timing. Das war auf jeden Fall das Falsche. Schlau gemacht. Ganz schlau gemacht, ja. Okay. Oh. Ganz ruhig. Na gut, dann gehe ich mal Computer spielen. Ah. Warum braucht der auch immer so lange, ey? Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir werden gleich hier drauf gehen, weil wir keinen Stase... Oh, kacke, wir haben noch einen Versuch wahrscheinlich mit der Stase gleich. Ich glaube, wir haben ein Problem, meine Freunde. Schnell, 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 schnell. Oh, danke schön. Was? Ripperklingen. Ah. Danke! Und das hier kann ich auch sehr gut gebrauchen. Oh, vielen Dank. Gut, dass wir es nicht verhauen haben, ey. Nein, wir haben es nicht verhauen. Wir haben uns Zeit gelassen. Wir haben es entspannt angegangen. Wir sind es entspannt angegangen. Oh nein, was ma... Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Oh ja, HDF, ey. Ich schreibe mich gerade darüber auf, dass ich... Nein, das werde ich jetzt erledigen. Ah, oh, dieser... Da setzt er einfach ein Medipack ein. Ich komme aus Versehen auf Q und schon setzt er ein Medipack ein. Alter Schwede. Grundlegende Steuerung. Oh, das regt mich jetzt auf. Das muss ich jetzt umlegen. So, hallo, Lulu, Lulu. Rick, Tab, nein, 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 nein. Waffenslot rechts? Das könnten wir auf die Pfeiltasten umlegen. Rot, Krümel? Wie? Hä? Ich bin völlig verwirrt. So, das ändern wir jetzt. Das ändern wir jetzt mal ganz, ganz schnell auf. Eine Taste, die möglichst weit weg von E ist, also... Z. Dankeschön. Was ist Brotkrümel? Egal. Annehmen. Probieren wir es doch einfach mal aus, würde ich sagen. Ah. Ach so, das zeigt uns an, wohin wir gehen müssen. Glaube ich. Ja, interessant. Naja, irgendwie kommt mir ein bisschen nach Cheater-Technik. Was soll's. Speicher, Speicher, Speicher. Nein, nein, da, annehmen.
reingehauen. Nun werden wir sehen, was uns gleich erwarten wird. In diesem Labor, was ich noch nie irgendwie mochte. Ah, okay. Dann kommen wir nicht diesmal in das Labor, sondern in ein anderes Labor oder in irgendwas anderes, was ich wahrscheinlich noch nie mochte. Hä? Hm. Ein netter Lastaufzug. Ende. Oh. Von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Was haben Sie damit vor? Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Ja, der hörte sich doch mal eindeutig so an, als hätte er sich damit abgefunden, ein Versuchsobjekt zu werden. Oh Mann, ich hasse mein Leben. Das kann sich jetzt natürlich niemand denken, warum hier jetzt zwei Monster sind. Für Energiekanone. Mhm. Hatten wir die nicht schon? Nee, egal. Zwei Monster? Die machen bestimmt gar nichts gleich, wenn wir das hier aktiviert haben. Nein, kann ich gar nicht glauben. Kann ich nicht glauben. Das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. Nee. Nein, das ist unmöglich, dass die jetzt da gleich ausbrechen. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Karl entnehmen. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten. Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Woher wusste ich das nur? Das sollen also unsere neuen Nachfolger werden. Ich glaube eher weniger daran. Guck mal, den kann man ganz leicht die Beine weghauen. Ich meine ganz ehrlich. Junge. Ja, was geht? Hallo? Was geht? Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Verschwinde da bloß. Mach schon! Willst du mich verarschen, du? Ach so, okay. Mach die Tür mal bitte schnell auf. Danke. Au, dicht in meinen Rücken. Geil, braucht doch noch ein bisschen länger. Dann haut uns das zu gut viel. Dass sie die Tür nicht so schnell aufgemacht haben, ne? Das war echt verwunderlich. Warte mal, folgt mir das Vieh noch? Haben wir vielleicht ein Medipack? Bitte. Ah ne, wir haben das Hass ja umgelegt. Ich sehe schon kommen, in Zukunft werde ich immer denken, ich habe keine Medipacks mehr dabei, weil ich die Taste umgelegt habe. Aber es hat mich einfach zu sehr aufgeregt. Das war einfach so ein spontaner Aktion. Lauf! Wo zum Henker waren Sie denn?
Ich habe die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Kann kaum atmen. Dieser organische Stoff wächst überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Was auch immer. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Er hat doch gerade eben zu uns geredet. Was will die eigentlich? Na, weiter klar, immer wieder. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt eben alle töten sollte. Ich hoffe nicht. Aber ich sehe schon wieder diese Türen. Hallo. Deswegen mag ich diese Türen, die man von Hand aufmachen kann, wie bei uns. Wie bei jedem hier zu Hause. Viel lieber. Oh, seit wann liegt das hier? Das war bestimmt nicht hier, als ich das letzte Mal hier denke ich gegangen bin. Oh, unser netter lieber Freund ist wieder da. Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Psst. Hören Sie es? Es kommt. Beten Sie. Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt sei dein Name. Weiter kann ich leider nicht. Leid. Beten Sie? Wozu? Wo, was? Warum? Was ist, wenn er von seinen eigenen Viechern getötet wird? Das ist doch eigentlich auch. Ich meine, die Viecher unterscheiden doch nicht, glaube ich, oder? Ich hab Angst. Ich habe gar keine Angst. War das? Kacker, Wichsen, Kacker. Was ist das? Auf die Beine, immer schön auf die